und herzlich willkommen zu unserem kurzen Video über das Musikprojekt der Evangelischen Schule für Sozialwesen Luise Höpfner mit der Banda Internationale aus Dresden. Wir waren im Percussion-Workshop und haben hier ein paar Eindrücke für euch. Viel Spaß! Okay, wir machen heute ein bisschen was mit Rhythmus, logischerweise. Percussion. Was bedeutet Percussion? Alles, womit man Rhythmus machen kann, das wird als Percussion bezeichnet. Also Shaker, irgendwelche Guiros oder irgendwie Bongos, Congas, das ist alles Percussion. Ja, hi, ich bin Arne. Ich bin der Schlagzeuger der Band Banda Internationale. Genau. Wie lange bist du denn schon in der Band? Ich bin bestimmt schon 10 Jahre in der Band, ungefähr. Und ich lerne schon ich habe als Kind angefangen, Schlagzeug zu spielen. Deshalb, als Schlagzeuger beschäftigt man sich dann auch normalerweise irgendwie mal mit Percussion. Genau, da kommen wir schon zur nächsten Frage. Was deine Motivation ist, in der Band zu sein? Das schließt eigentlich daran an. Also meine Motivation ist vor allem eine politische. Also, dass ich das Gefühl habe, damit kann man vielleicht was Sinnvolles machen. Und ich würde gerne, dass viele Menschen sich anderen Kulturen mehr öffnen. Und das wollen wir halt ja damit vorleben so ein bisschen. Und da wollen wir die Schüler bzw. auch Lehrer oder alle anderen, die wir erreichen können, irgendwie dazu anregen. So, hier haben wir unseren ersten Teilnehmer, die liebe Jasmin aus dem MK. Zu unserem zweiten Teilnehmer, die liebe Saskia aus dem MK. Kommen wir nun zu unserem dritten Teilnehmer. Würden Sie sich ganz kurz für uns vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Alexander Barre. Ich bin Regionalberater für Demokratisch Handeln. Das ist ein Förderprogramm für Jugendliche, die mit Demokratie zu tun haben. Und aus diesem Grund bin ich auch heute hier bei dem Projekttag an eurer Schule. Die erste Frage, wie hat es dir gefallen? Also ich finde, mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich finde es sowieso cool, die waren ja letztes Jahr schon mal da und das hat so ein bisschen Schwung in den Alltag reingebracht. Und das ist halt wirklich, die machen Musik und da steckt was dahinter. Also die wollen eine Botschaft vermitteln und das merkt man hier halt auch. Das macht Spaß. Sehr gut. Ich wollte gezielt nochmal was Neues machen, weil ich letztes Jahr im Chor und in der Instrumentengruppe war. Und es war sehr positiv überraschend und sehr schön. Also ich fand es sehr beeindruckend, wie man mit wenigen Mitteln interessante Beats da erzeugen kann. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass mir das sehr schwer gefallen ist, da immer im Takt zu bleiben. Die zweite Frage. Was würdest du davon gerne mit Kindern umsetzen? Also mit Hortkindern könnte ich mir das gut vorstellen. Jetzt nicht direkt so mit Eimern oder so. Man könnte ja erstmal anfangen mit Klatschen oder irgend sowas, so wie er das mit uns auch gemacht hat, so das da ranzuführen. Könnte natürlich schnell passieren, dass da zu viel Unruhe reinkommt, aber ich denke, wenn die Spaß am Musizieren haben, kann man das gut machen. Naja, gerade so rhythmische Übungen kann man ja schon von klein auf mit Kindern machen und das Schwierigere, so wie wir heute, das dann vor allem dann mit Größeren und dann kann man das ja auch verbinden mit einfachen Liedern und das dann kombinieren. Und die dritte Frage, was hast du dabei gefühlt? Naja, ist halt cool, wenn man so in einer Gruppe sowas zusammen macht und sich zusammen Beats ausdenkt und so. Und das stärkt halt auch das Gemeinschaftsgefühl. Und ja, allgemein, ich bin jetzt gut drauf und freue mich auf den weiteren Tag. Sehr viel Freude, weil ich überrascht war, dass ich sowas kann mit mehreren Rhythmen und dass dann die Kleingruppen auch durcheinander spielen und dabei bei meinem Rhythmus zu bleiben, fand ich sehr gut, dass ich das hinbekommen habe. Also ich gehe sehr positiv aus dieser Gruppe raus. Also ich denke, dass man in dieser Gemeinschaft, wenn man dort entsprechend mit diesen Takten und die Kombination der Rhythmen arbeitet, ganz schnell so ein Gefühl bekommt für den Rhythmus und wie auch das Zusammenwirken der verschiedenen Klänge dann ein großes Ganzes ergibt. Das fand ich sehr beeindruckend und hat mich echt fasziniert. Vielen Dank für Ihre Antworten. Aber gerne.